Auch mit positiven Nachrichten können die Stadtwerke Kitzbühel aufwarten. Der Vorzeigebetrieb speist seit 1. Mai nur noch atomfreien Strom in ihr Stromnetz ein. In einer Pressekonferenz informierten Kitzbühels Bürgermeister Dr. Klaus Winkler, Stadtwerkeleiter Ingenieur Gerhard Eilenberger und der zuständige Gemeinderat Peter Hechenberger. Die Stadt Kitzbühel und insbesondere auch die Stadtwerke reagieren natürlich auf die aktuelle Situation der gesamten Energiepolitik weltweit und natürlich der globalen Energieversorgung. Es ist gelungen und da freue ich mich ganz besonders, dass wir jetzt die Ersten sind, generell die komplette Stromversorgung im Ort atomstromfrei gestellt haben. Man muss wissen dazu, dass die Stadtwerke Kitzbühel circa einen Eigenproduktionsanteil von 6-7% an der Gesamtstromproduktion bzw. Stromversorgung im Ort haben und der Rest zugekauft wird. Und daher ist es auch gelungen, dass man über unsere Zukaufskanäle jenen Strom jetzt beziehen, der nicht mehr aus Atomkraft besteht, sondern aus erneuerbaren Energien, Wasserkraft und so weiter. Und damit natürlich wir auch einen ganz wichtigen Schritt setzen, energiepolitisch, dass wir auch ein Zeichen damit haben, nämlich, dass wir atomstromfrei sind. Strom ist eine wichtige Energiequelle für die Wirtschaft, für uns Kitzbühlerinnen und Kitzbühler. Daher hat sich die Stadtgemeinde Kitzbühel, speziell die Stadtwerke Kitzbühel, darauf besonnen, diesen Strom auch unseren Kunden zu durchschaubar zu machen. Und wir haben uns jetzt darin entschlossen, dass dieser Strom nicht mit Atomstrom vermischt wird, sondern dass wir einen eigenen Weg gehen und Kitzbühel Stadtwerke in Zukunft den Strom atomstromfrei anbieten werden. Der europäische Strommarkt, das europäische Stromnetz kann man sich vorstellen wie einen großen europäischen Stromsee. In diesem Stromsee, den man das ganze europäische Stromnetz betrachtet, speist man ein alle möglichen Produkte aus allen möglichen europäischen Ländern. Wir sehen da zum Beispiel dargestellt die Kernenergie, die thermische Energie, die Energie aus Wasserkraft, Photovoltaik, Wind- und Biomassekraft. Und diesen Mix bezeichnet man dann als den europäischen Mix, wobei dann unten die Kunden von diesem See ihre Energie bzw. dargestellt als das Wasser bzw. die Energie eben beziehen. Das heißt also, man hätte im Normalfall einen europäischen Mix mit einem Anteil an Atomstrom. Um diesen Atomstrom aus diesem See herauszuhalten, gibt es die Möglichkeit, Zertifikate zu kaufen. Und das haben wir von den Stadtwerken gemacht. Wir haben anstelle des Atomstromes Zertifikate aus Wasserkraft gekauft und damit ist unser Strommix, den wir an die Kunden weitergeben, ohne Atomstrom. Das heißt, also wir haben Wasserkraft, wir haben Photovoltaik, wir haben Windkraft drin, wir haben Biomasse drin, wir haben Klärgas drinnen, also alle möglichen Produkte, nur keine Atomenergie haben wir noch drinnen und damit können wir sagen, ab 1. Mai ist Kitzbühel, sind die Kunden der Stadtwerke Kitzbühel, die von den Stadtwerken Kitzbühel Strom beziehen, atomstromfrei. Und ich hoffe, dass das eine entsprechende Nachahmung findet, damit ein entsprechender Druck auf den europäischen Markt entsteht, aus der Atomkraft auszusteigen. Ich freue mich, das ist Gas. Das ist Gas.